hier. Ich bin den Hinweis. Das sag ich nicht! Das mache ich! Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze! Bitte, Ravenclaw. Vielleicht gehörst du nach. Oh mein Gott, ja! Ih, was habe ich für Dreck im Gesicht? Oh Gott, der ist gefressen worden! Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie ihm gibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Gar kein Druck. No pressure. Under pressure. Wer war das? Ranrock. Aber so. Unser Gegner, Ranrock. Das Böse in Person. Und in kleiner Form. Doch. Ranrock. Mein Hof scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Oh. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und sie hatten keinen. Ja, der benutzt schon sehr böse Magie, oder? Ich habe keine Geduld für Verräter. Die ältesten Charaktere, die man aus dem Buch oder dem Film kennt, sind Merlin oder die vier Gründer. Gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Aua, 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 meine Knochen. Das war auch geil, wie da jetzt einfach... Das erinnert mich so an die Helfer von Hogwarts. Wisst ihr, diese großen Steinfiguren? Vor allem, wie powerful einfach dieser Beschützer ist, weil der so viel Magie in sich trägt. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, genau, die McGonagall beschwört. Die sind echt cool in der Szene. Helft uns, Hogwarts zu schützen! Ja. Oh, der arme Fick. Zum Glück ist dem nichts passiert. Oh. Ey, wäre der gestorben, das wäre richtig traurig gewesen. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Spruch wollte ich schon immer mal sagen. Genau. Wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Ach, schön. Ach, das ist schon ein schönes Spiel. Ey, ich freue mich, dass das jetzt über die Xbox so gut klappt, ne? Ich gehe, glaube ich, kurz zu Land. Muss mir da.
Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Da muss ich sagen, den finde ich richtig unsympathisch. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist Also wenn ich den mit Dumbledore vorbei. Vergleiche, muss ich ehrlich sagen, finde ich den richtig unsympathisch. Muss ich ehrlich sagen. Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Ja, ist Familie Black. Oh, ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Stimmt, es ist ja Black. Sie heute also Abend ist das... noch einem Haus zugeteilt. Aber... Das ist irgendein Vorgänger dann von Sirius ich wahrscheinlich auch, ne? Über 10.000 Ecken. Ich bin kein Experte, aber das scheint hier besser zu passen. Du bist hier Professor. Wenn er sich auskennen sollte, dann du. Nee, das ist genauso wie so eine Efi später im Unterricht Professor in der Wies. Schule. Ja, auch keine Ahnung. Sirius ist der einzige Vernünftige im Kopf. Sie kommen oha, jetzt bin ich gespannt, ob ich wieder Ravenclaw kriege oder ob ich irgendwas anderes bin. Ich würde gern wieder Ravenclaw sein, wenn ich ehrlich bin. Komm, einmal Ravenclaw, immer Ravenclaw. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Aber nicht im Kopf. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ich nehme wieder, ich will erkunden. Ich freue mich schon darauf, Hogwarts. Ich will nicht in den Unterricht gehen. Außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Omnimune? Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Sie mag Fick. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst ey, du wir kriegen das gleiche wie gestern. Verstand. Wir sind bestimmt einen Ravenclaw. Einen Geist hast du auch. Ravenclaw. Du lernst schnell. Ravenclaw. Vielleicht ja, du Ravenclaw. Ravenclaw. Ey, das ist wirklich, das orientiert sich daran, was man bei Wizarding World hat, glaube ich. Das nehmen wir natürlich, weil wir sind durch und durch Ravenclaw. Ist ja wohl klar. Klar, wie Knusprig. Du gehörst nach Ravenclaw. Du bist doch mit der Seite verbunden, oder nicht? Natürlich, ja. Das ist halt wirklich, ich glaube, das erste Mal richtet sich wirklich danach, was man da angegeben hat. Überlegt mal, wie das gestern einfach bei mir geruckelt hat hier. Das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, wenn ich die Videos schneide, dann blende ich das nochmal in Grau ein, wie das hier einfach geblendet hat. Aufgrund der Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ich meine natürlich, kein Sport. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber Phineas Nigellus Black war der unbeliebteste Sie Schulleiter, sollen sich auf ihre akademische Zukunft konzentrieren. Ordnung und Disziplin! Haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Ja, den kann keiner leiden. Aber wisst ihr tatsächlich, was ich echt krass in dem Spiel finde? Also sie haben so den neuesten Hype auf jeden Fall mitgenommen, dass halt alle Leute gefühlt Sommersprossen haben, ne? Bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Ich bin Ephirella Spears. Die stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang.
Die kommt mir irgendwoher bekannt vor, diese Stimme. Irgendwoher kommt mir diese Synchronstimme von der Weasley bekannt vor und ich weiß nicht von wo. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Das habe ich gestern nicht verstanden, als wir das gespielt haben. Stärke. Das ist die Frage von dem... Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder Poltergeist? Ein Nicht-Lebewesen kann nicht gelebt haben. Aber ist das nicht eigentlich falsch? Ich meine, ein Poltergeist und ein Geist, die sind doch beide eh schon tot. Sprich... Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für ein Nicht-Lebewesen kann... Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. In Hogwarts, oder? Oder sind wir auf Hogwarts, weil es eine Insel ist? Sieht schon schick aus. Sehr schick sieht's aus. Du bist auf einer Burg. Okay. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Willkommen in Hogwarts. Was ich so ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, dass der Charakter eigentlich immer hier auf der linken Seite ist, ne? Also eigentlich sitze ich komplett falsch, aber dadurch würdet ihr die Spells nicht sehen. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit immer Evie hier. Müsst euch einfach mich hier hindenken. Gut, hier haben wir gestern eine kleine Pause gemacht. Ich habe mich hier tatsächlich in dem Raum gar nicht so umgeguckt. Ob es vielleicht hier irgendwas gibt, was ich noch nicht entdeckt habe. Aber ich glaube, hier gab es nichts, oder? Was rauscht denn hier? Ist das der Teppich? Das ist mein Mantel, der über den Teppich läuft, oder? 1, 2, 3, 4 Betten. Wir sind also mit 3 weiteren Ladies hier drin. Oder auch Boys. Oder auch Ladyboys. Oder auch Boy-Ladies. Wer weiß. Und wir gehen mal in den Gemeinschaftsraum. Dafür müssen wir nach oben laufen. Und mal gucken, wen wir da wieder alles entdecken. Ich würde es, glaube ich, fast so ähnlich spielen wie gestern. Also ich glaube, ich würde auch meine Antworten so wählen. Ich würde auch den einen oder anderen wieder versuchen, ein bisschen zu verarschen. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Okay, das kann ich noch nicht machen. Okay, Everett Clopton, der ist total bekloppt. Einen Moment. Sieh mal. Das ist ein Muffin, oder? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. Ihh, Gertrude und eine, was war das für eine Vertreterin? Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Alter, was hat der an sich im Hintergrund reingekloppt da? Voll vernebelt, das Gesicht. Zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Ich freue mich auf meinen ersten Tag. Ich bin gerne hier. Bereit für den Unterricht. Sehr gut, das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Du musst die Bewegung aber auch mitmachen. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ich finde es so weird, wie die immer steht. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir ganz zuordnet. Weird. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls Everett. Everett. Everate. Die neue Fünftklässlerin. Hör auf zu lästern. Aus deinem Anus komme ich. Okay, die anderen Mädels, die waren, glaube ich, in dem anderen Raum, ne? Amit und Samantha? Ah, nee. Amit ist ja kein Mädchen. Haben wir nicht gestern hier Ravenna Ravenclaw gesehen oder war das erst später? Essen und Trinken sollte im Gemeinschaftsraum verboten sein. Ich bin neulich in eine Pfütze Butterbier getreten. In eine Pfütze Butterbier ist er getreten. Ach du heiliger Strohsack. Hallo Samantha.
Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine. Der hat's kurz geruckelt, ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? Die steht so auch klein so komisch. Und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Die Samentante. Verwendet man Diptam für den Megapower-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Feig vom Megapower-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Feig ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Er weiß eine Menge, davon weiß ich nichts. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht wirklich viel mitbekommen, was der uns gelehrt hat. Aber ich sag mal, der weiß eine Menge, der hat schließlich eine Brücke repariert. Professor Feig weiß eine Menge über verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Megapower-Trank erzählt. Verschiedene Arten von Magie. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Haben nicht Hufflepuffs Interesse an Pflanzen? Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Ich glaube, sie ist im falschen Haus. Aber die Familie hat so gesagt, du musst in Ravenclaw sein, das ist die Familienehre. Wenn du nicht in Ravenclaw bist, fliegst du aus der Familie und du kriegst kein Erbe. Ist es denn üblich, dass die Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja, unsere Kräuterkundelehrerin Professor Garlick unterstützt das sehr. Gar und ich glaube, Professor Sharp, unser Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Diptam hört sich auch so ein bisschen an wie so ein Pokémon, oder? Diptam! Diptam! Da hinten bei der Statue. Oh, stimmt, die Statue ist ja auch Ravenna Ravenclaw, oder? Aber die ist gestern bei uns hier rumgelaufen. Nee, das ist nicht Ravenna Ravenclaw. Die hat viel zu lange Haare. Die ist bei uns gestern hier als Geist rumgelaufen. Vielleicht ist, wenn wir alle angequatscht haben oder so. Oder das war ein seltenes Ereignis, was wir leider nur auf dem PC haben. Das wäre halt sehr schade. Ganz ruhig. Der Geist ist Helena. Willst du mal gucken? Die Tochter von Ravenna? Oh, das kann sein. Bei Tag kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arctur. Und Arctos, Zapdos, Lavados. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja, man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Shah ist unglaublich bewandert. Ich würde gern Astronomie belegen. Das machen Klingt wir. Interessant. Dann können wir Tarotkarten legen. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Und eine Kristallkugel haben. Für alle Fünftklässler. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns. Das ist creepy. Hallo, meine Ravenclaw. Professor Weasley. Sehr creepy. Beeil dich, Liebe. Revelio. Helena, die uns dann gestern hier vorbeigekommen ist? Ist es nicht immer Ravenna Ravenclaw gewesen? Nee, stimmt. Sie hat, glaube ich, auch in den Filmen gesagt, das Diadem meiner Mutter, oder? Schade, dass wir den Geist jetzt hier nicht sehen. Aber der kommt vielleicht doch erst später. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt.
Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind sie. Machen Sie das Beste daraus. Diese kratzige Stimme, das kommt mir so bekannt vor. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Deutsche Stimme. Leslie Nicole, aber... Was ist das? Wer spricht das im Deutschen? Das ist ein Zauberhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5-Klässlern erwartet wird, zu meistern. Schade, dass das nirgendwo drin steht. Von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource. Vielleicht sieht man sie später. Es kann auch sein, dass wir sie erst später sehen, den Geist. Dass das jetzt noch nicht zu sehen ist. Obwohl, ich muss sagen, die Idee hier mit dem Buch finde ich echt gut gelöst, so was Questlog und sowas alles angeht. Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Okay. Hier lang. Aber Leute, ist euch mal aufgefallen, es hat noch nicht einmal großartig geruckelt, ne? Das ist echt der Wahnsinn, ey, ohne Scheiß. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben. Hätte ich das gewusst. Und sich genauer über die Zauberkunde. Hätte ich das die ganze Zeit auf der Xbox gespielt, dann hätte ich mir das Geld für den PC gespart. Ich bin richtig traurig darüber, muss ich ehrlich sagen. Naja, es kann ja auch sein, dass die Leistung so krass schwer ist, das abzucapturen, dass es auch über die Capture-Card gar nicht möglich wäre, wenn ich es an der Xbox spiele. Ja, es ist wirklich optimiert. Es ist wirklich... Es ist schon echt eine Frechheit, dass das für den PC nicht funktioniert. Büste von Ravenclaw. Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Frage ich mich, kriegt man die überhaupt, wenn man Ravenclaw nicht genommen hat? Dann kriegt man bestimmt bei Gryffindor oder bei irgendwelchen anderen Häusern irgendwelche anderen Sachen, oder? Die man dann vielleicht in Ravenclaw nicht hat. Genau, hier wird das ja alles erklärt. Mit den Belohnungen, das kennen wir ja schon. Dahin haben wir ja schon gespielt gehabt. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Also ich werde das auf jeden Fall mal googeln, woher Professor Weasley die deutsche Synchronisationsstimme hat. Weil es kommt mir so krass bekannt vor aus irgendeiner Serie oder irgendwas anderem. Sie haben noch Unterricht. Gerade dieses Rauchende in der Stimme. Irgendwoher kommt die mir bekannt vor. Aber Jinx spielt ja auch über den PC und hat nur eine 1080 oder so. Ja, aber die streamt nicht. Leute, ihr vergesst immer, dass es ein tierischer Unterschied ist, ob man Sachen spielt am PC oder ob man Sachen auch zusätzlich streamt mit Gesichtsfilter. Das vergesst ihr immer. Und das ist halt wirklich ein krasser Unterschied, ob man das nur spielt. Ich kann das auch am PC spielen. Ich habe gar keine Probleme. Ich spiele Frostpunk auf ultra hoch. Ich kann aber das nicht streamen. Also Frostpunk wahrscheinlich schon, aber Hogwarts ist sehr schlecht. Und Elden Ring muss ich sagen, dass das auch hin und wieder ruckelt, wäre auch eine Überlegung, das vielleicht sich auch für die Xbox zu holen und das dort zu spielen. Muss ich ehrlich sagen. Huch. Ach, das kommt gerade recht. Entschuldigung. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ah, dann müssen wir noch einmal hoch zu unserem Ravenclaw-Turm. Und Hallöchen Wolfsgebiet, schön, dass du auch da bist. Ein wunderprächtigen. Hallöchen Pupillchen. Okay, Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren.
Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Auf der anderen Seite findet man dann die anderen Dinge, ne? Große Treppe. In der Ansicht kannst du die Flohflammen sehen. Grüne Flohflammen zeigen dir die entdeckten, graue Flohflammen die markierten Standorte der unentdeckten Flammen. Auf der rechten Seite der Karte siehst du akademische Einrichtungen wie Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Da sollen wir hin. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Das ist aber nett von ihr. Nutze, um die Karte zu drehen. Kannst du auch dort zur Haupthalle hinreisen. Das machen wir. Servus! Hallöchen Midnight. Hast du dein Haus eigentlich selbst gewählt oder per Pottermore den Häusertest gemacht? Ich habe natürlich per Pottermore den Häusertest gemacht. Ich habe mich auf Wizarding World angemeldet, habe da den Test gemacht und war da natürlich schon Ravenclaw. Ich spiele ja auch Frostpunk echt hoch. Mit Steam würde der PC einfach brennen. Ja. Das ist aber halt schade, dass das halt nicht optimierte Versionen gibt, die optimiert sind für Leute, die streamen und halt auch Leute, die dann vielleicht die oder die Capture, die oder die X... Ach, wie heißt denn diese Grafikkarte halt nur haben? Das finde ich halt echt schade beim PC. Darum würde ich niemals sagen, PC ist die bessere Plattform. Definitiv nicht. Nein, Xbox oder PlayStation meinetwegen. Und dann abcapturen mit einem guten PC. Das ist die beste Kombination, muss ich ganz ehrlich sagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Ist auch billiger, ja. Weil die Sache ist, überleg mal, du hast nicht ganz so viel Geld. Du hast vielleicht einen mittelmäßigen PC, der vielleicht schon 3, 4, 5 Jahre alt ist. Und du kaufst dir eine Xbox und eine Capture Card. Da hast du die nächsten 10 Jahre ausgesorgt. Weil du alles auf der Xbox optimiert und perfekt spielen kannst und das dann über deinen PC, der mittelmäßig läuft, abcaptured. Du kannst alles, alle Ressourcen, die du sonst noch so auf dem PC hast, wie jetzt zum Beispiel diesen Gesichtsfilter oder irgendwelche anderen Schnickschnack-Sachen, die kannst du alle dann über den PC laufen lassen. Das Game an sich läuft dann über die Xbox. Perfekt, ohne Ruckler. Du brauchst dich nicht aufregen, du musst dich nicht ärgern. Nicht so wie beim PC. Was nützt mir jetzt meine 3080, wenn jedes Mal irgendwelche Cutscenes kommen und das mega am Ruckeln ist im Hinblick auf meine, auf mein Programm, was ich hier noch mit benutze. Und das sieht doch trotzdem geil aus. Das sieht besser aus als das, was ich gestern auf dem PC mit Ultra High und alles gespielt habe. Hallöchen Raffi, schön, dass du auch wieder da bist. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich ärgere mich jetzt in nächster Zeit nicht mehr. Ich spiele jetzt alles nur noch über die Xbox, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich warte auch lieber bis April auf die optimierte Version, bevor ich mich dann ärgere. Ja, klar, also für die Leute, die das jetzt auf der Xbox spielen wollen würden und jetzt keine Series X haben und halt nur eine ältere Variante. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nur die normale Xbox und würde das ja gar nicht spielen können, hätte Chris jetzt nicht die Series X und hätte sich Hogwarts geholt. Dann wäre das auch anders gelaufen. Da hätte ich mich jetzt wahrscheinlich mit der PC-Version weiterhin ärgern müssen. Aber ich konnte ja auch gar nichts umstellen. Und selbst als ich jetzt einen Treiber-Update gemacht habe für meine Grafikkarte, ist es sogar ja noch schlechter geworden, weil das Spiel ja nicht mal mehr erkannt wurde als Game-Sequenz, sondern halt nur noch als Desktop-Aufnahme. Also es ist wirklich... Nee, auch nicht jeder holt sich 2 PCs für optimales Stream. Würde ich auch niemandem empfehlen. Und ich verstehe auch echt nicht, wie manche Leute das schaffen mit einer 3080. Guck mal, Daniel zum Beispiel hat ja auch gar keine Probleme. Der spielt alles auf Ultra. Aber der hat natürlich eine normale Kamera und nicht halt das System, ne, was ich benutze. Und wenn da schon 40% mit dem Streamlabs von abgehen und dann theoretisch 60% ja nur noch übrig bleiben für das Spiel, dann ist natürlich verständlich, dass das irgendwann irgendwo an seine Grenzen kommt. Aber dass das manchmal so dämliche Situationen sind, dass du in Hogsmeade zum Beispiel rumläufst, da bist du 20 Mal schon rumgelaufen und auf einmal ruckelst, obwohl du da schon 30 Mal lang gegangen bist. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Die alte Schnapsdrossel Weasley.
Die Sache ist halt, Neo, streamen kann man auch über die Konsole. Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, ich bin gar kein Fan davon, über die Xbox zu streamen. Weil ich finde, du hast in der Xbox nicht so viele Möglichkeiten, mit Overlays zu arbeiten. Und ich mag ja zum Beispiel meine Kamera ein- und auszublenden. Du hast bei der Xbox zwar die Möglichkeit, mit Kamera auch zu streamen. Die musst du dann irgendwie an die Xbox mit einpflegen und kannst auch die Position aussuchen. Aber du kannst keine Goals reinmachen. Du kannst nicht da oben dieses Kapamon reinmachen. Du kannst nicht die heutigen Subs anzeigen. Alerts wird auch schwierig. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Deshalb bin ich auf jeden Fall in der Hinsicht pro Streamen am PC. Aber wenn es halt möglich ist, es abzucapturen und das sieht trotzdem gut aus, warum soll man das nicht machen? Also, ich glaube wirklich, ich spare mir das in nächster Zeit, mir Spiele über Steam zu holen. Ja, das ist dir egal. Ich weiß, aber mir zum Beispiel ist das... Das ist mir dann halt nicht egal. Also da mag ich das schon gerne zu streamen über dieses System und dass ich dann halt auch noch Musik laufen lassen kann und sowas alles. Dafür hat PC eben andere Vorzüge, aber ja, nur rein vom Zocken her ist PlayStation, Xbox am besten, zumindest für mich. Ja, Yoshi, sehe ich genauso. Also all die Leute, die irgendwie sagen, Konsolen sind scheiße, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich hat Konsole so viele, viele Vorteile. Du hast den Häusertest zum Beispiel mehrfach gemacht, Wolfsgebiet, um ganz sicher zu sein, wo ich auch wirklich hingehöre. Weil ich gehört habe, dass manche Leute den nochmal gemacht haben und dann ganz woanders gelandet sind. Ich wollte einfach mal wissen, wie random es ist. Zu 50% kam immer Slytherin raus, 25% Ravenclaw und 5-mal Gryffindor und einmal Hufflepuff. Also definitiv Slytherin. Ja, kann man ja theoretisch auch wirklich öfter machen, den Test. Vor allem, du hast, glaube ich, ja auch bei Pottermore unterschiedliche Fragen, die ja auch immer rankommen. Und wenn du da natürlich anders antwortest, kriegst du natürlich auch andere Sachen raus, ja. Auf der Couch zu zocken finde ich ja auch viel gemütlicher. Ja, Yoshi, muss ich auch sagen. Gerade für Leute, die halt wirklich nachmittags die ganze Zeit am PC sitzen, Bürojob haben und dann wirklich nach Hause kommen und dann sich wieder an den PC setzen, um dann Spiele zu spielen, da ist es wirklich angenehmer, einfach sich auf die Couch zu flattern, irgendein Game mit einem Gamepad zu zocken und einfach abzuschalten, anstatt wirklich sich die ganze Zeit den Arsch wund zu sitzen. Ne? Also das muss ich wirklich sagen. Klar, Switch wäre auch nochmal eine komfortablere Version, aber die bietet halt in grafischer Hinsicht nicht ganz so viel. Ne? Und Daniel, danke für deinen Lurk. Gleich? Oh Gott, Radler, Andi, was ist denn los? Du hältst uns ja hier richtig auf dem Laufenden. Was hast du denn ausgefressen? Was ist denn hier los mit dir? Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, wir haben einfach 16 Jahre lang die dunklen Künste zu beherrschen. Bei der dunklen Macht zum Glück gelebt. Haben wir, was das betrifft, jetzt sind wir Professor geschützt. Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Ja.